Produktdesign, das ist die Liebe auf den ersten Blick. Und User Interface Design, das sind die inneren Werte. Das kann sich jeder leicht vorstellen, der sich mal mit einem Auto beschäftigt hat. Wenn ich ein Fahrzeug kaufen möchte und mir ist eine Marke sympathisch, dann bin ich bereit, mich überhaupt mit dem Auto zu beschäftigen. Mag ich eine Marke nicht, gehe ich schon überhaupt nicht zu dem Autohändler zu. Und wenn ich ein Auto von außen nicht schön finde und mir das nicht gefällt, werde ich mich nie reinsetzen und werde auch nie erfahren, wie das Navigationssystem funktioniert. Und hier kann man sehr gut sehen, welchen Einfluss Marken auf das ganze Design haben. Mein Name ist Manfred Dorn, wie mein Vorsprecher mich schon vorgestellt hat. Ich bin Managing Partner bei Phoenix Design in Stuttgart. Und wir beschäftigen uns intensiv mit unseren Kunden mit dem Thema Marke. Welche Relevanz hat das User Interface Design, die User Experience mit der Marke? Und wie kann ich durch gut gestaltete Produkte eine Marke stärken? Phoenix Design besteht aus 50 Mitarbeitern, zum großen Teil Produktdesigner und User Interface Designer. Das User Interface Design Team wächst viel, viel schneller wie das Produktdesign Team, weil der Bedarf auch viel schneller wächst. Wir haben dann noch Modellbauer. Und wenn unsere Mitarbeiter dann nicht gerade auf der Skipiste sind, alle Klischees erfüllt, dann beschäftigen wir uns mit den Marken der Kunden. Das ist ein Auszug der Kunden, für die wir arbeiten. Und bei fast allen spielt das Thema Marke eine ganz große Rolle. In meinem Vortrag möchte ich später dann noch auf die Marke Fissmann eingehen. Dort kann man recht gut erklären an dem Beispiel, welche Relevanz das User Interface Design für die Markengestaltung hat. User Interface Design ist ein großes Thema bei uns. Und meistens denken viele Leute, dass eine Marke über die Werbung gestaltet wird, dass die Werbung das einzig Richtende ist. Das stimmt aber gar nicht. Wir denken, dass eigentlich das Produkt im Mittelpunkt steht oder die Leistung, die ein Produkt dem Kunden bringt, im Mittelpunkt steht. Und so entstehen dann die eigentlichen Markenwerte. Und wenn man mal schaut, was sind die wertvollsten Marken heute auf der Welt, da ist natürlich Apple ganz vorne, Google, IBM, McDonald's, Coca-Cola, AT&T, Microsoft, Marlboro, Visa und China Mobile. China Mobile unterreißt uns natürlich, das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab. Man muss wissen, dass in China wahnsinnig viele Menschen leben und die kennen natürlich alle China Mobile, wir weniger. Und dann gibt es auch verschiedene Untersuchungen. In diesem Fall war das eine Untersuchung von Millward Brown. Es gibt auch andere Rankings. Aber im Großen und Ganzen kann man feststellen, dass doch ein paar Marken sich über viele, viele, viele Jahre ganz vorne gehalten haben. Und andere wiederum, die meist aus dem IT-Bereich dazukommen. Ich möchte mal die Marke Coca-Cola nehmen. Das ist eine der Marken, die es eigentlich am längsten gibt, schon seit über 100 Jahren. Um 1870 hat es begonnen, dass Coca-Cola Werbung für die Markenvorteile machen wollte. Und Coca-Cola war eigentlich mal ein medizinisches Getränk. Es sollte den Menschen helfen bei Magen-Darm-Verstimmungen. Und dann hat man entdeckt, wenn man ein bisschen Zucker reintut, dann schmeckt es auch noch saugut. Und dann wurde daraus die berühmte Blubberbrause. Und Coca-Cola ist eine Marke, die eigentlich einen geraden Weg gegangen ist, über 100 Jahre, und nicht immer wieder mal links und rechts gegangen ist und verschiedene sich neu erfunden hat, sondern eigentlich konsequent über 100 Jahre ein Produkt verkauft hat oder Nebenprodukte mit anderen Softdrinks und so die Marke gestärkt hat. Und da wird einem klar, dass wenn ich eine Marke positionieren möchte und eine Botschaft der Marke positionieren, muss ich überhaupt mal wissen, für was stehe ich und muss das konsequent vertreten. Und man sieht es auch sehr schön bei den Verpackungen von Coca-Cola, bei den Flaschen, die haben um 1899 so ein bisschen wie ein medizinisches Fläschchen ausgesehen und sich daraus dann entwickelt. Dann wurde dann eine sehr feminine Form, die sehr emotional ist und hat sich bis heute gehalten, aber über 100 Jahre konsequent weiterentwickelt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, was macht eine Marke aus? Eine Marke vereinfacht natürlich die Produktauswahl. Viele von uns, die in ein Geschäft gehen, die ein Produkt kaufen möchten, die orientieren sich an Marken. Da schwingt irgendwas im Kopf mit und hilft mir einfach, eine Entscheidung für dieses oder jenes Produkt zu finden. Wenn ich dann der Meinung bin, Miele kann ich vertrauen, dann gucke ich mir nur diese Marke an. Wenn ich dann bereit bin, auch weniger Geld auszugeben, dann schaue ich mir auch andere Produkte an. Und hinter vielen Marken steht ein Qualitätsversprechen. Sie stehen für irgendwas und sie repräsentieren Werte und Haltungen, drücken den Lebensstil aus, das spielt natürlich bei Kleidung und bei Modeaccessoires eine große Rolle und sie verschaffen natürlich dem Hersteller Wettbewerbsvorteile. Wally Orleans hat es zusammengefasst und hat gesagt, wir lieben Marken, weil sie unser Leben schöner und einfacher machen und weil wir uns über sie definieren können. Bei Produkten, die vergleichbar sind, wenn Qualität und Leistung Grundvoraussetzung wird, wenn ich eine Sanitärarmatur kaufe, dann gehe ich davon aus, dass da Wasser herauskommt, dass sie funktioniert,
dann eignet sich einfach die Leistung da drin, ob da Keramikscheiben oder Ventile sind, nicht mehr als Differenzierungsmerkmal. Das interessiert mich nicht als Kunde. Wenn ich eine Sanitärarmatur kaufe, ein Wasserhahn, wie man sagen würde, dann will ich, dass er einfach tut und mir super gut gefällt. Und wenn sich Produkte und Leistungen immer mehr ähneln und sich weniger voneinander unterscheiden, dann bleibt das Design als wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Also ich entscheide mich, welche Armatur gefällt mir am besten, welche spricht mich an oder vielleicht noch, welche Marke erscheint mir sympathisch. Bei Smartphone ist es ähnlich. Sie sehen jetzt 5 Produkte direkt nebeneinander und wenn Sie jetzt das Produktdesign außen anschauen, die äußere Hülle, eigentlich von Details abgesehen, sehen sie alle ganz gleich aus. Alle schwarz, zarten Rahmen. Und auch die Leistung ist eigentlich vergleichbar. Und da sieht man, dass das Design, speziell in diesem Fall vom User Interface Design, von dem Betriebssystem, das drauf läuft, eine entscheidende Rolle spielt, überhaupt noch wahrzunehmen, wie sie sich unterscheiden. Und wenn man weiß, dass bei der Informationsflut, die auf jeden Nutzer jeden Tag eingehen, nur ein winzig kleiner Produkt, also ein winzig kleiner Anteil überhaupt in die Wahrnehmung kommt und bewusst verarbeitet wird, dann wird einem bewusst, wie stark Kernbotschaften werden. Und wenn ich in einem Wenn ich dann ein Produkt entwickle, wenn ich auch ein neues System entwickle, dann muss ich mir Gedanken machen, wie passt meine Idee, mein Produkt oder mein Design oder meine Software in die 1440 Minuten, die jeder am Tag hat. Wo schlägt sie auf? Wie mache ich das Leben anders? Wie mache ich es besser? Und wenn ich das verstanden habe, dass ich irgendwie im Leben eine Rolle spielen muss, dann denke ich auch anders über meine Dinge, die ich entwickle. Und wenn es dann jede Menge Marken auf dem Markt gibt, dann muss ich schauen, wie ich mit meiner Marke da irgendwie wahrgenommen werde und irgendwas habe, was mich besonders macht und was mich heraushebt. Markenerfolgsfaktoren sind in diesem Fall zum Beispiel die Kommunikation. Wie trete ich auf? Wie ist die Qualität des Produktes? Wie ist das Design? Dann spielt natürlich Innovation eine große Rolle. Und die Nutzerfreundlichkeit, da bin ich überzeugt davon, wird in Zukunft ganz, ganz wesentlich ein Markenerscheinungsbild prägen. Und all diese Dinge, die zahlen auf ein Markenkonto ein. Das müssen Sie sich vorstellen, alles kann ich einzahlen und dann wird die Marke mehr wert. Dann geht es nach oben. Ich kann aber auch das Gegenteil machen. Ich kann vom Markenkonto abheben, indem ich zum Beispiel ein teures Produkt verkaufe, das sich ganz schlecht bedienen lässt und eine ganz schlechte Qualität hat. Dann kriege ich vielleicht meinen Preis, aber das spricht sich schnell rum und man kann ein Markenkonto schneller leeren, wie man es wieder auffüllen kann. Und der Ruf und das Image ist viel schneller ruiniert, wie man es eigentlich über viele Jahre aufgebaut hat. Aber hier wiederum zurück, um eine Marke aufzubauen, brauche ich eine eindeutige Botschaft und alle Dinge, die ich tue, die ich entwickle, müssen diese Botschaft sprechen. Wenn man jetzt mal schaut, das sind 3 bekannte Marken, die kennt ihr mit Sicherheit jedem Raum. Für was steht denn zum Beispiel VW? Was ist die Kernbotschaft, die es ausmacht? Deutsche Ingenieurskunst, Autos natürlich, Coca-Cola steht für Erfrischung. Und 3M steht für Innovation in verschiedenen Bereichen. Und alles, was ich tue, muss ich dieser komprimierten Botschaft unterordnen. Wenn ich das natürlich mit einer Tätigkeit verbinden kann, dann wird es noch spannender. Google steht dann in diesem Fall für Suchen, Uhu steht für Kleben, Tempo für Nase putzen oder Amazon für Lesen. Und alles, was mit Tätigkeit und Emotionen verbunden hat, wird dann noch stärker ein und ist noch merkfähiger. Jetzt möchte ich den Übergang machen zu dem Kunden, den wir betreuen. Denn bei dem steht die signifikante Kernleistung der Marke für Heizen. Im weitesten Sinne für thermischen Komfort, für Behaglichkeit. Und wir hatten die Gelegenheit, für Fissmann verschiedene Produkte in den letzten Jahren zu gestalten. Da spielt das Produkt und die Bedienung eine große Rolle. Da komme ich nachher noch dazu. Dann spielt natürlich die Architektur der Gebäude eine Rolle. Was drücken die Gebäude aus? Wie sieht so eine Firma von außen aus? Wie wirkt die Firma? Was sagt das Gebäude zu mir? Die verschiedenen Kommunikationsorgane. Prospekte oder auch Werbung. Und das ist schon recht geschickt, wenn ich für Heizen stehe und ich mache dann Sponsoring, dass ich das dann mit Wintersport verbinde. Meine orangene Farbe mit kalt-warm passt natürlich perfekt zusammen. Die Botschaft stimmt. Und ich muss mich natürlich auch entsprechend verhalten, dass wenn ich Produkte verkaufen will, die Behaglichkeit zu Hause schaffen, muss dann der Heizungsbauer die Kunden entsprechend beraten. Also auch die Beratung muss stimmen. Fissmann ist vor ungefähr 3 Jahren auf uns zugekommen und hat gesagt, wir machen technische Industriekessel, die stellen technischen Dampf her. Und für diesen technischen Kessel wollten sie eine User-Interface-Oberfläche haben. Und schon beim Briefing haben sie uns darauf hingewiesen, die Menschen, die diese Kessel bedienen, diese Kesselwarte, die sehen es nicht nur als Anlage, sondern die identifizieren sich mit ihren Anlagen. Die geben diesen Kessel einen Namen, die nennen den zum Beispiel Dicke Bertha oder Dicker John.
Und die haben was im Bauch dabei. Da wird man nicht gleich sofort draufkommen, dass Emotionen eine Rolle spielt. Diese Menschen fühlen sich eigentlich wie Lokomotivführer von diesem Kessel. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das realisieren, dass diese Emotion und die Funktionalität zusammenkommt. Wir haben mit den Nutzern Gespräche geführt und haben herausgefunden, dass die Komplexität auch viel weniger relevant ist, wie es auf den ersten Blick erschien. Die Anlage sieht komplex aus, aber was die Nutzer wollen, sie wollen eigentlich eine einfache Lösung haben. Weil im Großen und Ganzen bei den Gesprächen haben wir herausgefunden, dass diese Anlagen hauptsächlich im Automatikbetrieb bedient werden. Das Vorgänger-Touchpanel hat so wie links ausgesehen, ganz viele Zahlen, ganz viele komplexe Darstellungen und die meiste Zeit haben dann die Nutzer gesagt, wir stellen das auf Automatik und dann ist es gut. Und wenn dann was passiert, dann schaue ich drauf und dann mache ich was. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gehen wir auf dieses elementare Nutzerbedürfnis ein, machen grüne Haken drauf und wenn es dann nicht mal einen grünen Haken hat, dann zeigt sich das Panel. Das ist ja intelligent genug, das zu tun. Und dann, wenn es dann mal relevant wird, drückt er auf den Button und kann sich dann Informationen zeigen lassen. Und die muss ich nicht als digitale Werte darstellen, sondern die kann ich dann als Bargrafen darstellen. Wie im Auto beim Drehzahlmesser, da lese ich nicht unbedingt ab, dass ich jetzt 3750 Umdrehungen fahre, sondern ich weiß, wie nah bin ich am roten Bereich, muss ich jetzt schalten. Und so kann man das genauso bei solchen Geräten machen. Man kann es quantitativ erlebbar machen und der Nutzer weiß, bin ich im grünen Bereich, bin ich nicht im grünen Bereich und alles andere interessiert ihn erstmal nicht. Eine weitere Herausforderung war, dass der Hersteller das erweiterbar wollte. Er hat gesagt, es gibt eine Grundkonfiguration und dann gibt es noch Ausbaustufen, Nebenanlagen, die möchte ich alle ergänzen. Könnt ihr für uns was machen, wo ich weiterbauen kann? Haben wir ganz einfach gemacht, das ist ein mentales Modell, das gibt es bei den Smartphones schon. Ich kann durch Wischen einfach weiterschieben. Ich habe ein Grundbild und alle Nebenlagen reihen sich an und die kann ich dann durch Wischen reinholen. Dann haben wir versucht, alle Bedienelemente, die wichtig sind, zu zeigen und alles, was er gerade nicht braucht, einfach wegzutun. Wenn es im Automatikbetrieb funktioniert, sehe ich nur den Automatikbutton, kann in dem Fall auch Ventile sehen. Und erst wenn ich eingreifen will von Hand, dann drücke ich auf den Handbutton, dann kommen weitere Bedienelemente. Ansonsten sind sie nicht relevant. Alles, was nicht relevant ist, weg damit. Das ist noch ein kleiner Blick jetzt auf das Menüübersichtsbild, dass verschiedene Funktionen auch noch im Menü drin sind. Und dann möchte ich auf dieses mentale Modell eingehen, das ich gerade geschildert habe, dieses Schieben. Und ich denke, bei vielen Dingen ist es nicht mal sinnvoll, sich immer mit neuen Innovationen beschäftigen zu müssen, sondern wenn ein Smartphone mit dem Vision als mentales Modell sich ganz, ganz intensiv im Markt durchsetzt, dann steigt die Erwartungshaltung. Fast jeder hat dann so ein Smartphone und erwartet, wie das funktioniert. Und dann haben wir in den Gesprächen herausgefunden, sie erwarten, dass ich da durchwischen kann. Und dann übernehme ich das Modell und dann kann er am besten intuitiv auch die richtigen Funktionen finden. Weiterhin war uns wichtig, dass alle wichtigen Funktionen auf der ersten Ebene sichtbar sind und auf der zweiten Ebene alle Sekundärfunktionen sind. Und dass er sich immer nur grundsätzlich zwischen der ersten und zweiten Ebene bewegen muss und selten in die dritte Ebene muss. Weil alles, was in die dritte und vierte weitere Ebene kommt, haben wir festgestellt mit intensiven Gesprächen, das mögen die Nutzer nicht, da verlieren sie die Orientierung. Und wenn es uns gelingt, das so zu schaffen, das zu konzentrieren, dann sind sie viel, viel zufriedener. Und wir haben es hingekriegt bei diesem System. Ein kleiner Blick in den Entwicklungsprozess, das waren die Wireframes-Darstellungen, die dann zu dem Ergebnis geführt haben, wie Sie vorher gesehen haben. Da war die Idee mit den grünen Haken schon da. Und rechts ein paar Wireframes, wie man dann Datum einstellen kann. Wir haben sehr früh in dem ganzen Prozess Usability-Tests durchgeführt, einen Prototyp gebaut, den man bedienen konnte. Da waren nicht alle Funktionen dargestellt, aber ein wichtiger Teil, weil dann ist die Bereitschaft, dass wir mit den Entwicklern zusammen noch Änderungen aufnehmen, viel, viel größer, wie wenn ich dann alle Funktionen dargestellt habe, ziemlich weit im Prozess bin. Und wenn ich dann feststelle, oh, da habe ich mich getäuscht, da habe ich nicht mehr wirklich Lust, nochmal was zu ändern. Und die Zeit läuft in der Regel auch davon. Also die Empfehlung, früh darzustellen, visuell, und früh prüfen, viel hilfreicher, wie lange zu warten und dafür alles abgebildet zu haben. Wir haben dann ein Jahr lang mit Fiesmann zusammen dieses Bedienkonzept angewandt, haben es dann bei ersten Anlagen getestet, haben es dann ausgereift, haben dann Fehler noch gefunden, die haben wir dann verbessert. Und nach einem Jahr haben wir gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, das auf andere Anlagen zu übertragen, weil Fiesmann stellt nicht nur diese Dampfkessel her, sondern stellt auch Biogasanlagen her, Blockheizkraftwerke und Scheitholzkessel.
Und dann haben wir uns mit den Entwicklern von diesen Anlagen getroffen, die haben sich zuerst gesagt, oh, bei uns ist das alles ganz anders. Das funktioniert völlig anders, könnt ihr vergessen, dieses Bedienkonzept, das passt bei uns nicht. Und erst nach ein, zwei Gesprächen haben wir dann festgestellt, das stimmt so auch nicht. Die meisten Anlagen bestehen eigentlich aus Messen-Regelprozessen, die folgen ähnlichen Gesetzmäßigkeiten und man kann sehr wohl so ein mentales Modell auf eine ganz andere Anlage übertragen und so konnte man dann eine Biogasanlage im gleichen Konzept darstellen wie einen Dampfkessel und genauso mit das Blockheizkraftwerk. Da darf man sich als Entwickler nicht entmutigen lassen, das geht wunderbar. Wir haben das dann im dritten Schritt dann übertragen auf die kleineren Kessel. In dem Fall ist es ein Scheitholzkessel für den Endanwender. Da haben wir ein kleineres Panel gemacht, ein 5-Zoll-Panel, mussten dann die Logik ein bisschen anpassen, weil kleineres Panel heißt nicht Schrumpfen der Oberfläche, sondern Überarbeiten der Oberfläche. Aber wir haben es dann hingekriegt, aber wir mussten eine Bedienebene mehr einführen. Bei den Endanwendern haben wir uns auch nochmal überlegen müssen, wie kann man denn noch komplexe Vorgänge einfacher machen. Die Heizsysteme werden heute in der Regel Außentemperatur geführt, das heißt, ein Heizkessel erzeugt nur so viel Energie, wie gerade notwendig ist. Bei tiefen Temperaturen erzeugt er mehr Energie, die Vorlauftemperatur wird höher, wenn es minus 10 Grad hat. Und wenn es dann plus 10 Grad hat, heizt er weniger und es wird weniger in die Heizungsanlage Energie reingeschoben. Typischerweise stellt es ein Heizungsbauer beim Installieren der Anlage ein, der weiß dann, wie das Haus isoliert ist, kennt auch verschiedene andere Rahmenbedingungen. Aber in der Praxis stellt sich dann heraus, dass die Befindlichkeit der Nutzer im Haus dann doch anders ist. Dass es bei bestimmten Temperaturen dann doch mal kalt ist oder zu warm ist. Und dann müsste der Nutzer hergehen und dann das korrigieren und sagen, bei plus 10 Grad finde ich es gut und bei minus 10 möchte ich es anders haben, dann möchte ich mehr Temperatur haben. Da gibt es die Kennlinienverstellung. Und schon das Wort Kennlinienverstellung, da sagt jeder, oh Gott, Hilfe, wie geht denn das? Klar, ich kann denn die Kennlinienverstellung versuchen einfacher zu machen, indem ich das anschaulich mache, aber so wirklich versteht der Nutzer nicht, was mache ich denn, wenn ich jetzt bei minus 10 auf Plus und Minus drücke. Und dann kam man auf die Idee, vielleicht holen wir den Nutzer einfach dort ab, wo er sich befindet, bei der Befindlichkeit und fragen ihn, wie finden Sie die Raumtemperatur bei minus 10, zu kalt, zu warm, okay. Bei 0 Grad, zu kalt, zu warm, okay. Und bei plus 10. Und er tippt dann das entsprechende an und dann errechnet die Maschine einfach die Kennlinie und dann interessiert den Nutzer nicht, ob ich da ein Diagramm habe. Und es funktioniert viel intuitiver und führt zum exakt selben Ergebnis. Dann kam natürlich dazu, dass man irgendwann diese Anlagen dann auch über Apps bedienen möchte, über Smartphones. Dann haben wir dann die Apps entwickelt für das Tablet und für das Smartphone. In diesem Fall ging es dann kernmäßig nur eigentlich um die Raumtemperatur. Deshalb haben wir bei diesen Apps die Raumtemperatur ganz klar in den Mittelpunkt gestellt. Er kann auch noch andere Dinge verstellen, aber wir haben herausgefunden, meistens wird es gar nicht benutzt. Es gibt noch eine weitere App, das ist eine Home Automation App. Da kann ich dann richtig viel bedienen. Also da kann ich nicht nur die Raumtemperatur insgesamt einstellen, sondern ich kann dann auch noch raumweise dann die Temperatur einstellen. Dann spielt natürlich die Raumwahl eine große Rolle. Das haben wir dann mit einem Flow-Prinzip dargestellt. Ich kann mit dieser App dann auch noch die Schaltzeiten verändern von Steckdosen. Ich kann dann Licht schalten, ich kann Jalousien schalten und viel, viel, viel mehr. Das geht inzwischen auch. Und da sieht man, wie dann von einem Kessel, vom Wärme über den Fluss viel mehr Produkte in den Wohnraum kommen. Zum Schluss möchte ich noch ein paar Worte über die Designsprache verlieren. Was macht denn jetzt nun Viessmann aus in Form von Corporate Design und Markenelementen? Weil all diese Dinge müssen ja irgendwie zusammenpassen. Die müssen ja irgendwie ein Gefühl erzeugen, das zur Marke passt. Und die Designsprache, die haben wir formuliert mit Schlagworten, mit Mutbildern, mit Begriffen. Und haben gesagt, zuerst ist es einzigartig. Dann präzise, das passt zu der Marke. Und dann beständig. Viessmann ist keine Marke, die sich wöchentlich verändert, sondern über viele Jahre kontinuierlich sich weiterentwickelt. Und das führte dann zu einem Produktdesign, das diese Werte ausdrückt. Hier sehen Sie einen Überblick über all die Produkte und Kesseln von Viessmann, die wir über die Jahre für Viessmann gestalten durften. Die haben alle die gleiche Anmutungsqualität und die gleiche Formensprache. Vom großen Kessel bis zum ganz kleinen Gaskessel. Und fürs Interface-Design haben wir die gleiche Art von Formkanon entwickelt. Wir haben gesagt, was macht dann das Interface-Design aus? Es sind in der grafischen Ausprägung in diesem Fall orangene Linien auf schwarzem Grund. Es ist eine weiße, präzise Schrift auf dunklem Grund. Und wir heben immer die Kernfunktion in der Mitte hervor. Und wir wählen abstrakte Darstellungen Icons, keine fotorealistischen. Und mit diesen wesentlichen Elementen wollen wir weitgehend alle Interfaces grafisch abbilden. Dann war uns wichtig, dass wir die Informationsdarstellung nicht in digitalen Werten abbildet, wie oberer Grenzwert so und so viel Watt, mittlerer Grenzwert so und so viel Watt, Leistung so und so viel Watt, sondern dass wir versuchen, die Hauptleistung
durchaus digital darzustellen, aber Grenzwerte mit Bargrafen abzubilden, dass sich das der Nutzer nicht merken muss. Und so sieht eine Informationsgrafik aus, die das gleiche abbildet wie links die digitalen Werte. Dann wollten wir in jede Oberfläche ein gewisses Maß Emotionalität hereinbringen. Wenn zum Beispiel der Brenner die Flamme läuft, dann war uns wichtig, dass die Flamme auch animiert dargestellt wird. Nicht übertriebene Animation, aber dezent. Und dann durch ihre Größe einfach darstellt, bin ich auf kleiner Stufe, mittlerer Stufe, in voller Stufe. Piktogramme. Wir wollten immer eine Text- und Bildkombination wählen, die sich sinnvoll ergänzt, weil man hat hunderte von Piktogramme und es ist immer der Wunsch im Raum, kann man nicht alles mit Piktogrammen abbilden, dann muss ich nicht übersetzen. Funktioniert nicht. Komplexe Funktionen können Sie nicht nur mit einem Piktogramm darstellen. Das sind nicht gelernte Piktogramme, das geht nur mit einer Text- und Bildkombination, dass es einigermaßen verständlich ist. Dann auch alle Skalen, die es ist, egal ob das ein Meter an einem Gasrohr ist oder ob das eine Temperaturskala ist, die an einem Warmwasservorlauftemperatur ist, alles hat dann die gleiche Sprache und Typografie, dunkler Hintergrund, weiße Schrift, ganz präzise, ganz gut lesbar, hoher Kontrast und es zieht sich durch alle Beschriftungen bei der Marke Viessmann. Und dann, wenn man mal einen Überblick anschaut, wie dann alle Oberflächen aussehen, dann sieht man dann doch, dass hier eine markentypische Formensprache und Bedienoberfläche und ein markentypisches Interaktionskonzept entstanden ist, das sich dann durch alle Schnittstellen, die dann der Nutzer mit den Maschinen hat, durchzieht. Und dann kann man dann ein Markenversprechen einlösen, die das Leben verbessern durch eine hohe Gebrauchstauglichkeit, durch eine gute Ästhetik, eine gute Qualität und durch konsequente Nutzerorientierung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.